ganze Welt zieht den Hut vor Ihnen und das ist die Old Storregler Dixieland Band. Ich begrüße Hannes Bauer. Grüß Gott. Grüß Gott. Und deshalb sollen Sie den Hut auch auflassen, er passt Ihnen gut. Es ist die Melone und das zeichnet eine Dixieland Band aus? Ja, früher in New Orleans entstand diese Musik und da haben die Musiker Melonen getragen. Es ist eine authentische Kleidung, die wir tragen. Es gibt diese Band 20 Jahre lang. Und ich habe in der Biografie gelesen, Sie bewahren das gute Alte, wechseln aber Ihre Spiele, Ihre Musiker doch von Zeit zu Zeit aus. Ja, das ist, glaube ich, ein natürlicher Prozess. Sie müssen sich vorstellen, Dixieland-Musik ist sehr anstrengend, zumal wir ja in ganz Europa unterwegs sind, in Deutschland, Italien, Slowenien, Ungarn. Und hin und wieder muss einer vielleicht auch gesundheitlich oder aus anderen Gründen ausscheiden, weil es sehr anstrengend ist. Ah, schöne Musik ist anstrengend, ist klar. Herr Bauer, wenn wir nach New Orleans ein bisschen dieses Original, den Originalplatz noch nehmen, hat es da schon einmal auch in der Steiermark, wo Sie herkommen, gegeben, dass man so ein Begräbnis in der Form, dass man also ganz traurig und bedacht hingeht und dann geht das Leben weiter und die Dixieland Band lässt das musikalisch spüren und es gibt wieder zündende Rhythmen. Macht man das bei uns auch einmal? Ja, das gibt es. Wir haben sogar vor 2 Jahren in Murek so ein Begräbnis gespielt. Zwar selten, aber wie gesagt, vor 2 Jahren hat sich jemand testamentarisch gewünscht, dass die Old Storregler Dixieland Band ein Begräbnis spielt. Also das war wirklich ein Fan, der Dixieland begriffen hat. Ja. Ich freue mich jetzt sehr, dass wir das hören werden und ich bitte Sie, zu Ihren Kollegen auf die Bühne zu gehen. Wir hören die Old Storregler Dixieland Band mit der Fritz Stratsch-Polka.